Hey, hey, hallo Leute und willkommen zurück zu Dark Souls 2 für die PlayStation 3 mit Ju und Marc. Ja, so will ich das hören. Komisch, wie ich von mir selbst in der Person rede. Ja, na jo. Ja, im letzten Mal haben wir den Drachenschrein betreten und den Drachenhorst durchkämmt. Und im Drachenschrein haben wir uns jetzt schon ein bisschen umgeguckt, meine ich. Aber noch nicht komplett, denn... Oh shit, das erinnert mich an... Oh. Nicht durchrennt, das ist ein Fehler. Totaler Fehler. Und du bist tot. Scheiße. Wo ist das Leuchtfeuer? Da gibt's kein Leuchtfeuer. Was? Aber hier in dem Raum ist es safe. Nimm dir eine Wärme. Ja. Zur Not kannst du auch zwei nehmen. Ich nehme erstmal eine. Ist okay. Wie lange ist denn das nächste Leuchtfeuer hin? Gibt's überhaupt noch? Gibt's keinen Leuchtfeuer mehr. Ernsthaft jetzt? Du musst die Treppe hoch, dann durch einen kleinen Flur und dann bist du da. Wenn ich nicht durchrushen soll, was soll ich dann machen? Die Gegner einzeln töten? Nein. Are you fucking kidding das sind me? Sieben. Sieben. Die kommen irgendwie immer in Zweierpaaren bis auf die letzte. Fuck you. Erstmal zwei so eine großen, dann zwei nochmal so eine Drachenzähne. Drachendübner. Und dann nochmal so eine zwei großen. Aber es ist wichtig, dass du die beiden und die beiden kleinen nimmst. Dann kannst du durchrennen. Wo ist die Tür? Ja, dann kann ich im Türraum verstecken und weiterschießen. So nicht unbedingt, aber. Wir sehen den nochmal an. Okay, irgendwie macht er doch mit seinem Schwert. Blöde, der Arschloch. Ach, ist mir doch egal, ich habe 60 Pfeile, das wird niemals reichen. Doch für einen. Ja, eben. Nur Pyromantie war das ganz gechillt eigentlich. Ja, aber wenn du sagst, sie sind feuerresistent. Auch wenn. Na gut. Eben so ein Typ hat 5 verbotene Sonnen gefasst, ne? Boah. Weißt du, wie viel du kriegst? Oh, du hast ja immer so eine. Wie viele Casts du mit Zauber hast. Ja. Ja, Wärme hattest du ja 4, Flammenstelle 2. Ja, genau. Einen. Und der verbraucht 3 Slots. Ich habe mir dann eine Kopfbedeckung aufgesetzt, die mehr Zauberei. Nicht mehr Zauberei, mehr. Casts gibt. Und dann habe ich noch Zauberei auf 50 gehabt. Das gibt auch nochmal. In Additional. Und dann habe ich mir das noch ein zweites Mal ausgerüstet. Mhm. Ja, aber ich glaube, ich bin nur mit 4 Pyromantien rumgerannt. Flammenschneise, verbotene Sonne, Chaosfeuerball und Großverbrennung. Scheiße, Alter, wie soll ich das denn schaffen? Jetzt kommen noch 2-mal Sonne. Ne, nur die 2 kleinen Typen. Da oben stehen nochmal welche mit Schild und Hammer, aber an denen kannst du dann eigentlich vorbeilaufen. Okay, und sind die kleinen Typen schlimm? Probier dir erstmal nur irgendwas zu sehen. Okay, besser ist ja. Wo ich mir vorstellen kann, dass wir da werden. Oder? Nö. Nein, na gut. Aber pass auf, die hitten auf die Trucks. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst, Alter. Was soll denn das? Das war nicht gut. Doch, zum Glück ist der NPC natürlich eine Blöde. Ich glaube, du kannst die backstern. Ja, will ich nicht probieren. Ja, halten natürlich aus, als hätten sie geschluckt. Als hätten sie gestern erst Sperma geschluckt, wirklich. Sowas will ich heutzutage nicht mehr sehen in dieser Welt. Ach stimmt, der kommt ja jetzt auch hier rein. Hm, das ist so richtig. Oh, anscheinend will er doch nicht hier rein. Okay. Dann schieß ihn noch ab. Er blockt mit seinem Hammer. Du stehst hier da oben. Ja, ist logisch. Ist logisch. Komm, Alter, fick dich doch. Wieso habe ich jetzt ein Estus genommen? Ich wollte kein Estus nehmen. Wie viel schluckt denn der? Wirklich mal ohne Scheiß, aber was soll denn, dass das so eine kleinen Kackwichser jetzt schon so abgehen? Das sind quasi Drachen. Ja, das sind sie überhaupt nicht. Hier, guck dir die doch mal an. Das ist ein Scheiß, das ist ein Drache. Ah. Erlebt noch. Yes. Jetzt nicht mehr. Und davon noch einer. Mhm. Eigentlich sogar zwei. Aber? In dem Flur da oben kommt noch einer. Oh nö. An dem kannst du eigentlich auch vorbeirennen. Ja, aber wenn ich da vorbei. Die kommen ja nicht bis zum NPC hinterher. Weil du gehst ja nicht für einen Boss hin, sondern für einen NPC. Mhm.
Der wurde dadurch auch geheilt. Durch Wärme. Nee, ich wollte Wärme gar nicht machen. Oder der hat zwei, der hat kein Schild. Der hat zwei Äxte. Eben. Wo ist die Tür hier? Ach, so eine Flammenschneide. Ja, eben, das wollte ich ja eigentlich machen. So nah wollte ich nicht rangehen. Na, ich will, dass der hier in die Tür kommt. Ach so. Bis er abhaut. Und jetzt soll er die fressen. Mann, du bist genauso eine Feige so wie ich, das ist ja schrecklich. Boah, dicke Dodge-Skills. Was ist dein Plan? Was ist dein Plan? Wegrollen. Ja, vor allem der rollt halt auch wirklich immer weiter. Matrix-mäßig den Pfeilen ausweichen. Leider nein. Das war's dann auch wieder mit der Flammschneise, aber was soll's. Warm, ja. Es ist warm, ja. Also eigentlich ist es ja gar nicht warm draußen, aber wenn zwei solche Menschen wie wir hier drin sind, wird es warm. Der PlayStation läuft, und der PC läuft, ja. Dein Aufnahmegerät läuft. Ja. Okay, jetzt habe ich die Schnauze voll von dir. Jetzt komm her. Nicht übermütig, ja. Echt doch. Der kann nicht weg. Der kann nicht abkommen. Ohne Probleme. Komm, es ist ein Hit. Nee, komm hier. Das riskiere ich jetzt nicht hier. Tschüss. Und tschüss. Wirklich so ein Neger. Yeah. Huch. Muss ich die Tür aufmachen oder ist die offen? Das ist ein übelster Flur. Ein übelster Hallway. Also ich sollte da jetzt einfach durchrennen. Einfach durch. An ihm vorbei. Was ist denn das? Hallo. Hi. Fucking hell, hi. Spricht eine interessante Sprache. Herz des Aschenebels. Ist denn noch was? Nein. Okay, danke. Ist hinter ihm noch ein Item oder so? Nein. Multiple Persönlichkeiten hat er auch. Okay. Wieder steht jemand vor uns. Oh, das ist Aldir. Das ist Aldir? Der geistliche Teil von Aldir. Oh. Er hat seine Seele. Oh, er hat mit Riesen experimentiert. Ne, mit Drachen experimentiert. Ja. Um Riesen wieder zu erschaffen. Und hat sich dabei irgendwie ein bisschen mit selbst. Weil es halt nicht so richtig hingehauen hat, ist halt der Rest Fleisch aufgehauen. Ja. Alles klar, das ist natürlich traurig, aber. So, mit 25.000 Seelen kann ich mir ein Level machen. Sollte ich glaube auch machen. Ja. Und dann muss ich jetzt in den weitergefallenen Riesen, richtig? Genau. Und in diese, in diesen Riesen. Hinterm Königstor? In den? Und dann gehe ich mal noch zu dem anderen da unten bei den Armbrüsten dahinter. Da. Weil? Na, da kriege ich doch bestimmt irgendwas. Noch Riesenseele, aber. Es gibt vier. Ne, drei. Ich bekomme da wirklich nur eine Riesenseele. Immer. Ja. Ne, es gibt vier. Vier. Ja, vier. Riesen. Vier und einen habe ich. Und dann habe ich fünf Riesenseelen. Stimmt. Aber das könnten wir auch in den Bonusfass haben. Ja, genau. Also machen wir das nicht jetzt. Nicht jetzt, nein. Okay. Nee, ich glaube, das war doch der falsche. Naja, da muss ich Leiter, zurück. Nee, Leiter runter. Ich will zum Königstor. Ja, die Leiter runter. Über diese kleine Brücke. Tür aufmachen. Naja, okay. Stimmt. Ich erinnere mich. Mit Feuer getränkte Pfeile, alles klar, danke. Und dann sind wir bald am Ende. Da muss ich jetzt als nächstes nach Dragon Lake, wa? Mhm.
Okay. Leute, dann würde ich sagen, wir machen jetzt auf jeden Fall noch das mit dem... wo waren das hier lang, ne? Hm. Ja. Wir machen... Nicht? Über die Brücke. Ach so. Ja, ja. Ach ja, stimmt. Jetzt erinnere ich mich wieder. Genau, da war ja was. Stimmt. Und dann möchte ich versuchen, noch von den Seelen mein Glas-Dings-Schwert aufzuleveln. Mhm. Das hätte ich vielleicht ganz gern noch. Hier war das, ne? Ja. Ja. Leg diesmal nicht den Süden ab. Ja, ich lege jetzt mal ganz kurz. Warum leuchtet der blau? Was? War der vorher auch blau? Der ist unter Drachen, ne? Ja. Ja. Oh, okay. War gut. Schon die ganze Zeit blau. Ist mir nicht aufgefallen. Ich dachte, der hätte genau die gleiche Farbe gehabt wie der andere. Ich warte mal noch, bis die Tür offen ist, nicht, dass das Spiel dann noch rumbackt. Nee, das geht ja wieder zu. Ach so. Ein Leuchtfeuer. Hier. Das ist bei mir auf plus 11. Plus 11? Nicht schlecht. Was hatte ich denn jetzt drin? Den Chlorantierring, ne? Ja. Gegen den Riesenfürsten könntest du die Flammschneise sogar sehr gut gebrauchen. Riesen sind anfällig für Feuer. Geh ich runter. Kannst du dann auch gehen, wenn du wieder aus Erinnerung raus. Was, Moment, muss ich jetzt gegen den Riesen kämpfen? Ups. Geh rein. Okay, gut. Erstmal wollte ich noch irgendwas. Heilritter. Warum? Habe ich gedacht. Na gut. Okay, eigentlich nicht, aber okay. Haben wir drauf damit? Danke. Das war gerade auch nicht sein. Was wollte ich denn jetzt noch machen? Ich wollte gucken, ob das Ascheherz hier ein Ring ist. Nee, sollte das ein Ring sein? Schlüssel, hätte man alles klar, genau. 25. Ach ja, echt mal. Ich wollte noch zurück nach Majula und schnell das Level reinpacken. Oder soll ich jetzt einfach schnell da rein? Nee, geh ruhig nochmal nach Majula. Ich versuche mich gerade zu erinnern. Du kannst nämlich eigentlich zwei NPCs für den Bosskampf beschreiben. Welcher Bosskampf in Drangleic? Nee, na doch, da auch. Und hier ist auch? Mhm. Wie kommt der Bosskampf? Ja. Wie kommt der Bosskampf? Ja. Ein Riese oder das, was ich jetzt gerade zeige mit der Hand? Riese. Gut. Ich habe ja den Namen auszusehen schon gesagt. Echt? Oh, einmal Bernhard aus Jugo. Und du erinnerst dich doch noch, du hast doch mal ein Rüstungsset gefunden ohne Helm, ne? Das Drangleic Set. Erinnere ich mich nicht, ne? Bei Verfolger? Erinnere ich mich nicht. Ach so, da oben bei dem... Hinter, also nach dem Verfolger? Hm? Ja, da ging ich da so ein Stück runter. Ja, ja, genau, ja. Ja, und in der... da war's. In der Erinnerung, hinter dem Verfolger, da steht auch so ein Riese. Hm. Da gibt es einen netten Herrn, Captain Drummond. Der gibt dir dann... seinen Helm. Dafür gibt es eine Trophäe. Soll ich das machen? Ja. Okay, weiter. Und den kannst du dann auch noch beschwören. Ach so. Soll ich das jetzt machen? Könntest du schnell tun, ja. Okay. Gehst du rein, machst deinen Dialog fertig und dann kannst du mit der alten Feder wieder rauskommen. Ja, aber. Ach so, ja. Okay. Und ist da drin dann auch noch ein Riese, den man bekämpfen könnte? Da sind ganz normale Riesen drin. Normale Riesen? Oh Gott. Wo waren das? So riesig sind sie jetzt noch nicht. War das hier? Nee. Ja, das war, hier? Nee. Ja. Doch, da, das ist das nächste. Hier. Hm? Boah, ich hab den weitergefallenen Riesen irgendwie fast komplett vergessen. Und dann musste man Leiter runter und rechts rum, ne? Ja, ja. Genau. Und dann da wieder hoch. Alles klar, gut, ich hab's wieder im Kopf. Oh, soll ja keine Gefahr sein. Hier kommt der Verfolger ja nicht nochmal. Anders als... First-Hin kommt er ganz normal. Ja. Ich könnte sogar noch sagen, wo er noch zweimal kommt. Gleichzeitig. Ich weiß, in Drangleic Castle. Mhm. Oben. Im Thronraum sozusagen. Ja. Da kommt er bei Skull of the First-Sin zweimal. Das habe ich in einem Video gesehen. Im normalen auch. Hä? Im normalen auch. Och, nö. Na, da musst du ja nicht rein. Nee, gehe ich auch nicht.
Wäre ja ganz schöner Selbstmord. Paarzeit sagt 15,5. Das ist noch okay. Ich würde auf jeden Fall ganz gerne noch den Typen da holen. Hm. Sollte ja nicht so lange dauern. Ja, die machen mir irgendwie gar keinen Schaden mehr. Ich meine, er hat mich gerade irgendwie 100 Mal versucht aufzupicken, aber irgendwie hatte er keinen Erfolg. Bieserei. Ja, hat mich einfach gepickelt. Du brauchst gar nicht verteidigen. Du auch nicht. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Oh nein. Ach, geh doch mal jetzt hier. Die Dodge Moves. Aber schon gut. So, dann snacke ich mir jetzt einfach schnell ein Essen, weil ich eh gleich wieder in einem Leuchtfeuer bin. Und du sagtest hinter dem Verfolger und dann runter. Nee, da lag die Rüstung. Ja, und wo ist das Ding? Hinter dem Verfolger. Ach ja, stimmt, da oben. Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Guck dich hier nochmal kurz um. Ein bisschen rumgucken, einfach nur rundrum gucken. Hättest du auch dafür stehen können. Merk dir mal die Umgebung. Die was? Behalt die mal im Hinterkopf. Die Aufstellung von dem Ding. Na ja, genau, also ja. Okay. Oh. Anlabern, nicht vergessen. Definitiv, wollte ich gerade machen. Ah, und da ist das Ding ja. Hi. See the old swords caught your attention. Well, you've a good eye then. That's been cool in accent. My family for generations. They say it is crafted with moonlight. And we all know what that means. It wards off evil. And I wouldn't trade her for all the riches in the world. It's said that no man has ever teased out the sword's true power. But in the right hands. I see you've taken a liking to the sword. Well, I hope. But this is one sword, pal. I won't be giving up. If you still insist on having it, then you will have to pry it from my cold horns. I've a great debt to you, and I'll never forget it. I, Ben Hart, swear by my honor. Jetzt ist to aid you in your darkest hour, so no problem, pal. I've a great. I. Sehr gut. Und jetzt hier rein, ja? Hier rein. Muss ich die Riesen besiegen, um zu den Typen zu kommen? Nö. Gut. Weil das will ich gerade nicht. Das ist links gezogen hier. Ja, deine Bewegung ist aber sehr, sehr merkwürdig geradeaus. So wie so ein Wellensittich, die mal ihre Köpfe so extrem ruckartig bewegen nur. Oh, dann, nee, das ist doch die Leute. Dann sitzt nochmal Bernhard. Er heißt nur Bernhard. Sicher? Ja. Ist er jünger? Nee. Soll ich hier dann jetzt lang gehen oder nicht? Geh mal rechts lang, ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Obwohl, ne, das war's doch nicht. Das ist normal. Was ist da, was haben die gerade getötet? Die prügeln sich da. Mit Höhlensoldaten. Oh, okay. Was ist dann hier links? Also der andere Gang hier rechts? Da ist oben stehen Höhlen, die machen sau viel Schaden. Ich würde da nicht hochgehen. Weil eigentlich ist es die falsche Erinnerung. Oh, welche war das denn dann? Na, es gibt dann nur noch zwei weitere. Einmal die im Wald der gefallenen Riesen selbst. Also die bei der Mauer, die ich da einmal entdeckt hatte. Mhm. Und dann noch irgendeine. Wo ist die letzte? Da, wo auch so ein paar Turtles-Soldaten waren.
Also auch im Wald der gefallenen Riesen. Ja, die sind alle. Ah ja, stimmt. Im ja, Wald stimmt. der gefallenen Riesen. Ich hab vergessen, ja, tut mir leid. Also zu welchem soll ich jetzt gehen? Gehen wir zu den Turtles. Wo war das? Also wenn bei den Ambus, bei dem Ambustraum. Oder wo? Oh, geh erstmal. Ach so, da hinten meinst du. Oh Gott. Oh Gott. Also das möchte ich jetzt in dem Part noch schaffen. Wir sind zwar schon bei fast 21 Minuten, aber das möchte ich in dem Part noch schaffen. Na gut, geh erstmal hier runter. Da hinten, so dem, den du ja. selber entdeckt hast. Könnte ja auch da sein. Ich bin mir gerade echt nicht mehr sicher. Ja, ich mir auch nicht, weißt du. Ich bin mir auch bei gar nichts mehr sicher. Ja. Das war ja dann jetzt hinter dem Tunnel sozusagen. Ne? Oder nee, hier rechts rum. Ja, rechts rum, ja. Was ganz hinten? Tunnel. Hier steht bei mir übrigens auch eine rote Turtle. Bei mir nicht. Hallo. Ich dachte erst, es wäre ein Baum mit einem rübergespannten Laken. Na, aus toten Riesen wachsen Bäume. Ach so, cool. Das ist cool. Heimat noch ein Jahr, danke. Brauche ich nicht. Das müsste es gewesen sein. Gedanken an Wammar. Weil nicht zu lange in der Erinnerung, warum? Weißt du. Irgendwann löst sich der Arsch in dem und du bist raus teleportiert. Ach so. Das ist es. Rechts. Also hier. Nein, nein, da lag er doch. Ja. Hallo, na? What are you doing here? Hübsch. You are not one of our soldiers. And I don't take you for a mercenary. Whoever you are, this is no battle to involve yourself in. Whether you are guided by bravery or brashness, this is no place for you. I am Drummond. And the Lord has placed this fort in my hands. Whoever you are, I forgive your trespass. But leave this place immediately. Just mention my name, and no man will challenge your exit. And even if you don't, by now, my men have not the will to resist. Soon the giants will descend upon this fort. It is revenge for the kingdom's misguided barbarism. The venerable lord built this kingdom to bring prosperity to his subjects. What has transformed him so, I cannot imagine. Long ago, the king crossed the seas. Pillaged the land of giants and brought back a prize. It was then that the golems materialized. The giants are no ordinary barbarians. A singular rage burns within their hearts. My father and his father both fought the giants on this very land. Giants have wills of steel. They cannot find it within themselves to forgive the misdeeds of our Lord. Did you see him? That towering monster among them. That is most certainly their king. Das heißt jetzt nicht, jetzt kommt der Riesenkönig, oder? Nicht hier. Ja, ich meine, als Bosskampf. Even if I should die trying. My blade may break, my arrows fall wide, but my will shall never be broken. Okay, dann ist er jetzt wahrscheinlich auf meiner Seite. Ja, ich würde ihn nochmal anlaufen. Ja. And I, Drummond, won't go down without drawing mine. Be gone with you. This fort will soon fall.
the Giants are entirely upon us. Hurra-Geste. Begone with me. Okay. Wann hat man denn dann seinen Helm bekommen? Bitte? Seinen Helm bekommt man eigentlich noch. Weil der hat die Dragon-Deck-Rüstung an. Ich glaube, wenn man den Boss geschafft hat, dann war es, glaube ich. Okay. Und jetzt einfach zurück wieder. Hm? Und jetzt kann ich hinwischen werden bei dem Bus. So wie sich das angehört hat, ja. Gut. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann machen wir den Boss aber jetzt nicht mehr in dem Part. Das schaffen wir nicht mehr. Aber hatte ich nicht noch irgendwas anderes vor? Eigentlich nicht. Ich wollte halt noch gucken, ob ich das Spiegelschwert-Dings da noch aufwerten kann. Aber es muss jetzt nicht unbedingt sein. Das können wir auch später noch machen. Ich würde sagen, wir gehen dann im nächsten Part in diese Riesenseele sozusagen. Erinnerung. Genau, Erinnerung. Und dann machen wir sie fertig. Kaputt. Mit Ben Hart und Drummond. Ja, was fehlt denn dann noch? Dann fehlt. Also danach geht's nach Drain Lake, ja? Ja. Sehr gut. Leute, dann würde ich sagen. Marc, du musst mich nochmal verabschieden. Also für mich. Also das war's dann mit dem voraussichtlich vorletzten Part. Oh. Und ja. Tschüss von Ju, Bernhard, Dormant und mir.